Ja, die stehen wir direkt nebeneinander. Wackerer Mensch und Hetzer. Von Briten Riesenbestien sofort getötet werden. Ohne euch hätte ich bessere Chancen. Muss ich erstmal eine Britene Bestie kriegen. Was hat diesen Krieger wohl umgebracht? Ansonsten könnte Kampftodesstöße verwendet werden. Lass dies Graben ja nicht aus den Augen. Wenn noch einer entkommt, dann rollen unsere Köpfe im Ding. Wieso gerät in Panik, wenn er brennt? Immun gegen Kampfangriffe und Todesstöße, kann nicht durch Schleichausschmelzen verwundet werden, kann nicht durch Fernkampf verwundet werden. Willst du mich veralbern? Kein Schleichen, kein Fernkampf. Immun gegen Kampfangriffe und Todesstöße. Ich kann eigentlich nur in Panik versetzen und dann töten oder was? Du glaubst, du kannst meine Uruks töten, ohne dafür zu bezahlen. Was war das? Du bist mein Abendessen. Hast Karagor. Und der ist tot. Einfach nur durch Karagor freilassen. Hat dein Karagor tötet, Macht angestiegen. Für den Mord an unserem Herrn, dass du bist. Au. Er ist immun gegen Fernangriffe, ne? Ja. Au. Muss man überhaupt ausweichen? Ups. Der flog. Nö, du musst mich nicht töten. Mich nicht damit rein! Ach, ja. Jetzt leidest du! Bekannt? Bin hier nicht die Schwächen bekannt. Furcht vor Morgoth, Furcht vor Gorgs, Furcht vor Ghoulen. Hm, geil. Was hat der? Fernkampfangriffe kann durch Kampftodesstöße verwundet werden.
Zockt der alles für so einen Mogul, der Starke. Ist breit bekannt, dann was mit den hier. Kann nicht Kampfschlüssel sofort getötet werden, das ist immer interessant. Der Nörgler ist tot. Hat ein Kargo getötet, macht 11. Cool, dann habe ich ihn getötet. Und tot. Nämlich. Ja, Rachegelüst habe ich, glaube ich, schon zweimal. Stufe 13 von 9 Rachegelüste. Das ist ein gegen Fernangriffe. Aha. So. Ich noch direkt so ein Dolch-Dingens da. Hast du das Essen der Orks letzte Nacht gebrochen? Es soll köstlich geduftet. Oh ja, das habe ich in der Tat. Hier dienst nun und herrscht dir in den 18. Ruf folgt, was wir heute Morgen nicht mehr erleben. Lass dich nicht entdecken, bist du das Ziel. Wo sind sie denn? So viel von den Vorräten, die wir geplündert haben, wird an den Vorposten von Udun verschickt. Ja. Was ist denn so besonders an Udun? Jetzt wurde ich irgendwie angeschrieben. Ich hab keine Angst vor Karagor. Den nächsten, den ich sehe, werde ich zureiten. Du solltest Angst haben. Und ich entstecke. Hopp. Hopp, 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 hopp. Wow, so viele. Das Schlimmste an diesem Bleichholz ist, dass sie sich schleicht da jemand umher. Ich will mal kurz gucken, wer mich da angeschrieben hat. Da durch mein Overlay, ich es gerade nicht mehr sehe. Kleinen Moment. So, ein Kumpel von mir will wahrscheinlich gleich mit mir spielen. Der gute Hardcore 6, ne, den kennt ihr natürlich schon alle. Deswegen will ich wahrscheinlich nochmal kurz den Auftrag fertig machen. Und dann will ich mich irgendwie verziehen. Das muss ich erstmal für jetzt beenden. Ich will auch einen zünftigen. Düp, 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 düp. Komm schon. Er ist tot! Lass nicht entdecken, ging wohl schief. Geht doch. So. Die Anführer planen etwas. Ich komm, kann es komm, kaum komm, nicht komm. Riechen. Und wette um ein Fass Grog, dass es eine Falle für den Tag ist. Ha.
Warte, ich rieche etwas. Und weg. Und weg. Merk dir meine Worte. Gondor hat keine Chance gegen dich. Ja, es ist ein Ukron, der Schützenausbilder. Mhm. Der Sklavenmeister ist durchgedreht, weil ich dem Karagor einen Sklaven gegeben habe. Warum? Naja, schwenderisch ist es schon. Der Sklaventreiber wollte bestimmt eine Bleichhaut nur für sich. Der Mensch muss wohl irgendwie verfolgt gewesen sein. Habt ihr das gehört? Und zack, sieht man zwar ohne Zusatz. Dir gebührt es nicht, im Schatten dieses Monuments zu stehen. Nee, ich meine dich gar nicht. Henker, Knochensäger, Urukäuplinge. Verbesserungen. Ich habe einen Fähigkeitspunkt, nämlich. Was ist das denn? Reduziert die Trefferserienschwelle für Hinrichten, Geistesblitzkampf, Geistesbrand und Brandfall von 8 auf 5. Das ist ja natürlich übel. Deswegen ohne, dass das Trefferserie zurückgesetzt wird. Mhm. Todesdrohung. Sprich, bei einem Verhör ein Todesdrohung gegen einen Hauptmann aus. Durch Todesdrohung erhältst du epische Runen von Häuptlingen. Außerdem erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit, beispielsweise von Hauptmann epische Runen zu erhalten, denn sie dann Macht und wird gefolgt oder um sich schauen. Sehr interessant. Brandpfeil. Geistestodesstoß. Mhm. Kampfaufzehrung. Okay. Geistesstoß. Und dass alle Gegner in einem Bereich Kegelfilm mit einem Ziel getroffen werden. Mhm. Das ist eher was, was ich öfters mal benutze. Was ist das denn? Überspringungsbetäubung. Ah, das werde ich wohl benutzen, weil ich die Geistesbetäubung ziemlich oft benutze. 480. Yay, mein Schwert nochmal aufwerten, komm. Grillil. So, Rune verfügbar. Fokus wieder her. Grimmige Entschlossenheit, Urfail. Oh, inzwischen hat dieses Schwert auch einen Namen. Urfail. Askar. Achan. Vorher, am Anfang ist es nur ein Schwert. Oh nö. Oh nö, 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 oh nö. Ja, fuck. Da bin ich wohl nochmal gestorben. Ein Waldläufer stand schon seit langem auf meiner Liste. Da stand plötzlich so viel im Weg. Oh fuck. Ich jetzt mal richtig schön verkackt zum Ende. Jetzt geht's rund. Jetzt wird nachgerutscht. Wo kommen Schützen? Es wird zum Hauptmann befördert. Letzte Hacker Macht angestiegen. Tumuk ab heute hin ist schon Macht abgestiegen. Munkluck der Starke Festmann Macht angestiegen. Ortrag der Stämmige. Befördert. Burgschützen auch wieder nochmal befördert. Alter Schwede. Tumuk ab heute, den hab ich schon so oft getötet. Der steht halt immer noch und stört immer. Unbekannte Uruk zum Hauptmann befördert. Sieht genau gleich aus hier, die beiden. Ach Mann. Tja, da läuft halt manchmal. Neue Aufträge verfügbar. Magische Kraft, mit der du in ihren Geist drängst.
Das ist nichts Gewöhnliches. Es ist die Macht, Schrecken unter den Dienern des Feindes zu sehen. Es ist die Macht, die zu jagen, die dem dunklen Herrscher folgen. So, wir sind wieder zurück. Ich habe in meinen letzten Aufnahmen festgestellt, dass wohl ein paar von meinen Lags durch der, das sozusagen die, das Aufnahmeprogramm, was eine, einen Detail abschließenden und euren Detail anfängt, ausgelöst wurden. Deswegen wundert euch nicht. Ich werde sozusagen jetzt das ein bisschen selber regeln müssen. Also würde man sagen, wir machen die Story Quest. Schließlich wollen wir ja mal hier Mock den anderen Zwilling töten. Als Ziel markieren. Hier ist ein Ausgangspunkt des Auftrags. Muss ich den mir noch extra markieren? So, jetzt habe ich den auch. So. Hab's. So, 400 Fuß. Ja, ich geduckt laufe. Wir sehen sie mich nicht, oder was? Warte mal kurz. Ah, ist wirklich ein Gegner. Mugrish. Der Beste in Grenpanik. Immun, vergiftete Waffe, schnelles Umdrehen, Bodenstampfer. Vorsichtig ist im Kampf abgeschneiden. Ja, ich könnte sie versuchen zu töten, aber. Sollen sie doch ihre Jungen zusammen? Was brauche ich eigentlich noch? Ach, meine Kräuter brauche ich gar nicht, okay. Was wird geschehen? So, auf geht's. Dass der dunkle Herrscher selbst von meinen Taten erfährt. Bin ich immer gespannt, was jetzt passiert. Hört mal, heute müssen wir keine neuen Wunden aufreißen. Diese Vögel zerfressen mich schon genug. Oh, ihr Bastarde! Oh, wenn ich Häuptling bin, werden diese Vögel eure Eingeweide fressen. Hast du das gesehen? Hilf mir hier runter. Mir geht's gut. Hat gar nicht wehgetan. Ja, ich weiß, was du denkst, Waldläufer. Das war nicht meine Schuld. Ich sag dem Häuptling, dass ich seinen Leibwächter getötet habe. Er dreht sich um. Hat exakt das gleiche Gesicht wie die Wale, die ich getötet habe. Die wir getötet haben. Zwillinge. Wer hätte das gedacht? Sorg einfach dafür, dass du den Platz des toten Häuptlings einnimmst. Der Häuptling lebt noch. Dann werde ich ihn jetzt umbringen. Oh, guter Plan. Ich bin gleich hinter dir. Es klappt. Wie gut. Eine Übungsanlage. Sehen wir doch mal, wie die Soldaten des Häuptlings sich im echten Kampf schlagen. Rüttle am Käfig und erwecke das Biest in ihm. Besiege Berserker-Rekruten. Solange sie kämpfen können, ist mir das egal. Hier komme ich durch, sehr gut. Hey, erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Halt endlich die Klappe, den Spaß gönne ich dir nicht. Ja.
will man nicht andocken. Komm ich schon selber nah genug ran. Shit. Oh shit. Also mit drüben habe ich zuletzt gesehen, sehr gut. Bitte daus ich, dass sie mich nicht zu einem Häuptling machen. Schon seit einer Weile. Ich habe sie gehört, könnt ihr aber nicht sehen. Ja, eigentlich. Nein, zu hoch. Ich habe den Haufen schon länger überlebt als alle anderen für Bleich und wurde immer noch nicht befördert. Ich töte dich! So. Hat das mal geklärt. Halte mich für verrückt, aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Wir haben sie auch gehört. Die Sklaven machen sich schon in die Hosen. Ich will ganz runter, komm. Ich hier einfach neu hoch. Unser Häuptling zu reden beginnt, halten sie allesamt inne und hören zu. Nur weil sie Angst haben, was er mit ihnen anstellt, wenn sie es nicht tun. Das ist der beste Weg zu führen. Angst und Respekt wirken viel besser als ein Klaps auf den Hintern. Oh, shit. Der nächste wird dort. Der Höhlensohn sagte mir, sein Karagor sei zahm. Ein Karagor kann man nicht zähmen. Ich hab dich in den Käfig fassen sehen und mich gefragt, was er da tut. Ich hab den Arm ausgerissen. Zum Glück hat sich mein Schwert in die Reichweite. Ihr seid doch bitte dumm, ehrlich. Wenn Redback es schafft und neuer Häuptling wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er uns zur Schwarzen Hand führt. Redback hat zugleich Kohort und den Hinker getötet. Wie ist das nur möglich? Das waren ein paar richtige Uruks. Ich glaub das nicht. Gorots Tod ist eine Sache, aber dann auch noch der Henker? Falls Redback noch ein wahrer Krieger ist, schlitz ich mir selbst die Kehle auf. Redback hat die Hauptmänner in Stücke geschlagen. Vielleicht ist er doch ein echter Uruk. Meinst du, du ziehst fertig? Mir bloß eingebildet. Dabei wollte ich doch meine Klinge ausprobieren. Flee um Gnade. Komm schon. Hopp, hopp. Was war das? Put, 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 put. Vorne sind nur welche. Wow. Da war doch ein Geräusch. Komm schon.
Ack. Gemockte Antwort für den. Was waren diese Schwachstellen? Die Qualen meines Zwillings sollst du zweifach erfahren. Morg. Ich kaufe so viele Fernkampfangriffe. Okay. Eben ja, müsste das funktionieren. Denke, Counter gewinnt, angriff betäubt, besser mit B, bevor du sie angreifst. Okay. Müsst ihr erstmal. Oh. Oder halt so. Ich begreife es nicht. Wie konntest du mich schlagen? Nehme ich besser bin als du? Nehme ich einen Geist hab, der mir hilft? Mock der andere Zwilling? Endlich! Redback ist Häuptling! Waldläufer, wir haben es geschafft. Jetzt halte dich an unsere Abmachung. Oh, nur keine Sorgen. Häuptling Redback, passt auf, dass dir hier niemand deine schmutzigen Pläne durchkreuzt. Gut. Doch Redback spricht nicht für die anderen Häuptlinge. Um die mache ich mir keine Sorgen. Die sind tot. Leist du mir dein... Ich brauche eine schärfere Klinge. Macht 8. Redbacks Häuptling. Das hat er auch. Dunkle Monument jetzt verfügbar. Okay, zerstöre das Gurtau und logge die schwarzen Hauptmänner hervor. Und er hat, findet sich hier Hauptauftrag. Schakas will mich mit Bestienjagd einem Sauren Armee zu schwächen. Hier Kreuzung von Udin. Kackraum der Zerhacker. War das nicht der, der mich getötet hat? Ja, das war das, der übelst aufgestiegen ist. Ja, super. Vergeltungsziel. Ukrom Schützenausbilder. Für ihn wäre eigentlich geraugt würden, wenn er Talion umbringen konnte. Nicht gut genug gekämpft. Wenn er auf uns trifft, kommt er nicht davon.